Hallo und herzlich willkommen zu Maler TV News. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Bereits im vergangenen Herbst wurde beim Bauchemiehersteller PCI am Standort in Augsburg feierlich der erste Spatenstich zum Bau eines neuen Lieferzentrums gesetzt. Knapp ein Jahr später lud PCI erneut zu einem Festakt, um pünktlich zum 70-jährigen Firmenjubiläum die Fertigstellung der rund 2500 Quadratmeter großen Halle zu feiern. Zu den geladenen Gästen zählten neben vielen Vertretern der Branche auch die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner, sowie der Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, Dr. Wolfgang Hübschle. Wir nahmen die feierliche Eröffnung zum Anlass, um von dem Director Business Management Floor Laying, Holger Sommer, mehr über die Bedeutung des neuen Logistikzentrums zu erfahren. Ja, das ist für uns ein weiterer Meilenstein, unseren Kundenservice noch mal deutlich zu erhöhen. Wir haben ja im Zuge der Integration der westeuropäischen Geschäfte von Henkel schon an unseren Standorten in Wittenberg und in Hamm unsere Kapazitäten erweitert. Nun schließen wir diesen Prozess mit der Erweiterung hier am Standort in Augsburg ab. Haben wir eine neue Halle jetzt heute hier eröffnet mit einem Volumen von 2000 Palettenstellplätzen mit 4 neuen Verladerampen, was es natürlich uns ermöglicht, den Service für unsere Kunden, insbesondere hier in der Region, nochmal deutlich zu erweitern. Also ein weiterer Schritt der PCI-Gruppe für seine Partner aus Handel und Verarbeiter, Service-Level, Nähe zum Markt nochmal zu erhöhen. Die vollständige Inbetriebnahme der Halle ist übrigens schon für Januar nächstes Jahr geplant. Laut dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Marc Köppe, sei das neue Logistikzentrum ein entscheidender Teil, um den sogenannten Premium-Lieferservice von PCI nochmals zu verbessern. Doch was genau bedeutet Premium-Lieferservice eigentlich? Premium-Lieferservice heißt für uns ein 24-Stunden-Lieferversprechen. Das bedeutet, Kunden bestellen bei uns am Tag 1 und am Tag 2 ist dann die Ware auf der Baustelle und oder auch bei den Händlern. Das ist ein Premium-Lieferservice und wir profitieren natürlich in Deutschland davon, über 3 Lieferwerke in den Markt zu transportieren. Wir liefern über Augsburg hier unseren Stammsitz, genauso auch wie Hamm und Wittenberg. So haben wir ein logistisches Dreieck. Das ist auch für das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Schritt, sodass die Distanzen zu den Kunden oder die Kilometer, die die Produkte auf der Straße verbringen, damit natürlich reduziert werden. Das Thema Nachhaltigkeit spielt aber natürlich nicht nur bei dem Thema Transport, sondern insbesondere auch bei den Produkten selbst eine immer wichtigere Rolle. Was genau verbirgt sich also bei PCI hinter dem Begriff Nachhaltigkeit? Ein ganz wichtiger Prozess, der sich über die gesamte Wertschöpfungskette hinüber wegzieht. Beispielsweise achten wir bei allen Produkten, beim Produkteinkauf, aber auch bei Produktneuentwicklung darauf, dass wir Rohstoffe, Rezepturen dann entsprechend kreieren, die auch den Primat der Nachhaltigkeit erfüllen. Und in der Branche wird es auch immer wichtiger, das sogenannte Cradle to Cradle. Also es ist ein Punkt, den wir immer stärker fokussieren, der immer für uns ein wichtiger Punkt wird, aber auch für unsere Kunden, genauso auch für ausschreibende Stellen, für Architekten. Eine konkrete Verbesserung auch zum Thema Nachhaltigkeit zeigt sich dabei in der neuen Art der Verpackung. Unter dem Motto Sackstark nutzt PCI bereits seit Mitte letzten Jahres die speziell entwickelte Evo 3 Pulververpackung für seine Produkte. Eine gute Entscheidung. Wie war bislang das Feedback der Kunden? Durchweg positiv. Es war ja ein Schritt, auch ein technologischer Schritt. Wir kamen vormals jetzt bei der Marke von Tom Sitt von Plastikverpackungen, von PE-Verpackungen, sind jetzt primär auf eine Papierverpackung gegangen, die natürlich auch Attribute der Plastikverpackung mitnimmt. Aber wir haben also ein sehr positives Feedback bekommen, weil wir die Kernfähigkeiten einer Papierverpackung beihalten konnten, aber trotzdessen eine grundsätzlich andere Technologie verwendet haben und somit auch einen Schritt zur Nachhaltigkeit beigetragen haben. Mit Blick auf die Produktpalette von PCI bietet das Unternehmen eine ganze Reihe an verschiedenen Produkten rund um das Thema Boden. Ein Arbeitsfeld, das insbesondere auch im Malergewerk einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Deshalb abschließend die Frage, welche Bedeutung hat das Malerhandwerk für PCI? Malerhandwerk ist für uns ein Zielkunde, eine ganz klare Zielgruppe. Wir arbeiten eng mit Maler-Großhändlern zusammen. Wir sehen den Maler als Generalist in der Branche, der sich aber auch immer stärker mit dem Thema Boden beschäftigt. Und dahingehend sind wir also von unserer Grundstruktur im Vertrieb, aber auch von unseren Marketingaktivitäten sehr eng auf den Maler ausgerichtet, sehen den Maler als wichtigen Kunden heute
aber auch als noch wichtigeren Kunden in der Zukunft. Vielen Dank an Holger Sommer für das Interview. Und das war's auch schon wieder von Maler TV für heute. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben und hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen und aktuelle Branchennews finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.maler-tv.com oder über unseren Facebook- und Instagram-Kanal. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!